Freunde, diese Meldung ist wenige Stunden alt. Gestern Abend wurde das Proof of Coverage Version 11 Update auf dem offiziellen Discord von Helium angekündigt. Wie ihr sehen könnt, die Blockchain von Helium läuft stabil. Dementsprechend haben sie gesagt, okay, jetzt wo sozusagen es technisch gut funktioniert und wir uns vielleicht auch von den Strapazen der letzten paar Tage einigermaßen erholt haben, hat das Helium-Team gesagt, dass Proof of Coverage Version 11 in Angriff genommen wird. Das Ganze wird um 19 Uhr deutscher Zeit live gehen und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf uns auswirken wird, aber ich glaube, für die meisten von euch wird das eine gute Geschichte sein, dass danach mehr Rewards reinkommen, weil diese bösen Spoofer, wenn man sich, wie man sich hier zum Beispiel in einigen Regionen von China sehen kann, die ihre Locations faken, werden dann wahrscheinlich gar nichts bis deutlich weniger bekommen, denn diese Antennenreichweite, die unterliegt ja auch physikalischen Gesetzen und wenn man da sieht, dass die Location und die Reichweite von der Antenne, die bei den anderen Witnesses ankommen bzw. bei den anderen Hotspots gemessen werden, nicht physikalisch möglich sind, dann wird da der Reward reduziert. Also das sind all diese grünen Punkte, die ich hier auf der blauen Map sieht. Es ist natürlich absolut unmöglich, dass jemand wirklich so präzise die Miner in so einem optimalen Abstand zueinander positioniert. Und wir sind bei fast 400.000 Minern bzw. Hotspots und wenn ihr auch einer von denen werden wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Discount-Code in der Beschreibung zu benutzen, um 3% Rabatt zu bekommen für Linksdot-Miner, die man mit Kreditkarte bezahlen kann, die im März 2022 ausgeliefert werden sollen, aber kann durchaus noch später sein, da sie extrem begehrt sind und einfach nur diese Halbleitergeschichte, diese Chips natürlich immer noch Mangelware sind. Aber ich würde das wirklich nur jedem ans Herz legen, der wirklich jahrelang oder jahrzehntelang an das Konzept von Helium glaubt. Wer mal eben ein paar Euro machen möchte, dem würde ich eher von so einem Kauf abraten. Also man muss da wirklich auch das Mindset haben, dass man da investiert ist. Und eine Sache, die sehr wichtig sein wird, darüber werden wir jetzt gleich sprechen, die wird auf jeden Fall sein, dass man sich hier anschauen muss, was hat mein Gerät für eine DBM, wie viel Verlust habe ich durch das Kabel, wie stark ist dann meine Antenne, dass man das richtig einträgt in der App, weil Spoofen und die richtige Angabe werden wichtig sein, wie ihr hier sehen könnt. Correct Location wird zum einen der erste Schritt sein, auf den man achten muss, hier im Blogbeitrag auf dem offiziellen Blog von Helium und dann natürlich auch Antenna Gain. Da sollte man natürlich so präzise wie möglich sein, was das angeht. Und ich entschuldige mich für den Discord-Ton, der kam nicht aus deinem Computer, der war aus meinem Computer gerade. Und hier, encourage fellow Hotspot Owners to update Location and Antenna Gains. Also da müssen wir als Community natürlich alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Qualität vom Netzwerk besser wird und der Datenaustausch sich verbessert. Und im Grunde genommen ist ja auch das der Gedanke bei Helium, der den Preis antreibt, denn eines Tages sollen ja wirklich Unternehmen dieses Long-Fi-Konzept nutzen, um Datenpakete günstiger zu übertragen als zum Beispiel über Handynetz oder WLAN. Und dementsprechend ist es auch nicht fair, dass Spoofing möglich ist. Deshalb wird es auch so sein, dass wir Region-Aware Blockchain einführen auf Helium. Im Grunde genommen geht es da eben darum, dass wie ich eben gerade gesagt habe, AERP, Effective Isotropic Radiated Power, also dieser Teil hier, der vom Miner ausgestrahlt wird, muss die örtlichen Regularien einhalten. In den USA ist das zum Beispiel eine DBM bzw. DBI von 36,5, glaube ich, oder 36 genau, in Europa sind es 16,5. Dementsprechend, wenn der Miner zum Beispiel 12 dBm hat, dann wird die Antenne mit 8 dBm dafür sorgen, dass die Ausstrahlungsleistung vom Miner um 4 dBm reduziert wird. So ist es jedenfalls auf dem Papier, was natürlich nicht heißen muss, dass man eine Antenne mit mehr dBm sofort wegschmeißen muss, denn die DBI von der Antenne sorgt ja auch dafür, dass sich die Richtung bzw. der Ausstrahlungswinkel von einem Hotspot, von einer Antenne verändert. Je höher natürlich die DBI, desto weiter strahlt das Gerät, aber auch in einem engeren Radius. Deshalb sind geringere DBI empfehlenswerter für Städte bzw. dicht besiedelte Gebiete
und höhere DBI, wenn man in der Vorstadt lebt und in eine Stadt reinstrahlen möchte zum Beispiel. Darüber habe ich aber schon in zig Videos gesprochen und wem das jetzt nicht zu genug in die Tiefe geht, der kann auch gerne beim ausgezeichneten Video von Helium Deutschland vorbeischauen, wo das auch erklärt wird mit Grafiken und allem drum und dran. Das soll einfach nur ein kurzes Update sein, dass Proof of Coverage Version 11 in den Startlöchern steht, wir es bald erwarten können mit offenen Armen. Und wer bis jetzt noch nicht wusste, worum es geht, vielleicht, ich hoffe, das Video hat geholfen und diesen Blogbeitrag werde ich natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Und damit kommen wir zum Gewinnspiel am Ende vom Video. Wallet ist offen und wir schauen, wer heute Litecoin gewinnen wird. Ab dem nächsten Mal dann wahrscheinlich direkt Helium zu gewinnen und wir haben CryptoDino. Ich wollte euch vor dieser Seite warnen, da wurde ich jetzt vor 2-3 Tagen abgezogen, sondern gebe ich Zollgebühren und einmal $1000 bezahlen, hatte ich auch Rack bestellt, echt traurig, ja. Tut mir sehr leid, dass das passiert ist, CryptoDino. Ich hoffe, dadurch, dass ich diese Gassy-Seite in meinem letzten Video erwähnt habe, ist dem einen oder anderen das erspart geblieben. Ja, der Adinow hat gesagt, noch dieses Jahr geliefert, da hat er gelacht, aber ich konnte selber kaum glauben, aber beim Amerika-Launch von Getminted war es tatsächlich so, dass sie innerhalb von einer Woche angekommen sind. Welche Zahlungsmittel werden von Minted akzeptiert? Ehrlich gesagt habe ich mich damit nicht direkt beschäftigt. Musst du selber nachschauen, wie das funktioniert. Und ich hoffe, wir ziehen jetzt demnächst eine Person mit einer passenden Litecoin-Adresse. Tut mir leid, dass hier diese Spammer drin sind, aber das Filtern von denen ist teilweise gar nicht mal so einfach. Oh, jetzt kann es nicht sein, dass wir zweimal dieselbe Person haben. Deshalb müssen wir nochmal einen anderen Gewinner ziehen, weil ich habe ja 2 Videos gemacht gestern und da machen wir dann einen Münzwurf, wer von den beiden der Sieger ist. Okay, wenn ich jetzt keine Litecoin-Adresse ziehe, dann hat einfach der Herr Kirschbaum gewonnen. Ich glaube 17 Uhr deutsche Zeit, aber im Zweifel einfach nachschauen. Dann würde ich einfach mal sagen, dann hat der Herr Kirschbaum gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und Leute, wenn ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann schreibt einfach eure Frage unter das Video, verlinkt eure Litecoin-Adresse dazu, dann habt ihr die Chance, ein bisschen verzauberte Litecoin zu gewinnen und natürlich auch Helium. Das werde ich jetzt demnächst dann auf das Wallet einzahlen auf dem Handy und dann kann ich das euch verschicken direkt aus dem Wallet ohne Kosten, weil auf Binance kostet es 0,05 und das ist natürlich nicht so geil. Ansonsten abonniert den Kanal mit Glocke, um keine Videos zu verpassen und danke euch für die Aufmerksamkeit, danke euch für euren Support. Alles in diesen Videos meine Meinung und keine persönliche Finanzberatung. Bis bald. Ciao.